Ich denke, die werden laut sein. Juan ist hier ein kleines Stück leichter. Hat sich gestern auch einen Ticken schwerer eingewogen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, mit 71 Kilo. Ja. Pavel mit 69. Ich glaube auch. Das waren zwei Kilo Unterschied ungefähr. Aber ich glaube, der Kampf wird hier nicht mit um die 2 Kilo entschieden, sondern durch Erfahrung. Das glaube ich auch. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt ein Main Event sehen, was 5 Runden lang geht. Pavel beschreibt sich selber als auch sehr routinierten Kämpfer, beziehungsweise als Kämpfer, der keine besonderen Stärken hat, sondern alles gut kann und sich auch dem Gegner anpassen will, genauso wie einige jetzt heute Abend schon gesagt haben. Er kämpft nicht nur Thai-Boxen, sagt aber, das ist sein Favorite, aber kämpft auch K1 und hat da auch den Europatitel der ISKA gewonnen, also auch bedeutender Titel. Round 1, Naikanom-Tom-Titel in Bamberg. Und los geht's. Starten beide recht slow. Ja. Erste Runde, angenehme Pace. Typisch Muay Thai. Kurzes Abtasten, erster Kick. Beide Kicken aneinander vorbei. Was sie auch machen. Pavel feuert mal die ersten Hände. Man sieht direkt, das schmeckt dem Juan nicht so sehr. Aber schöner Clinch, macht gut zu. Juan findet hier direkt den Clinch, findet den ersten Ellbogen. Das FA-Club, wie schon erwähnt, viele Knies, viele Ellbogen und das sehen wir jetzt hier auch. Drückt ihn da gut in die Ringseile rein. Dreht ihn hier perfekt. Aber man hat direkt gesehen, mit so Hände, das mag er nicht so sehr. Ja, wie sein Bruder vorhin auch. Probleme mit den langen Händen und vor allem im rechten Haken. Kinnrecht. Gerade wieder tief. Aber auch keine Minute vorbei. Eben. Pavels Ecke sagt auch Box, Pavel, Box, Walter. Ja, das mag er nicht. Das könnte hier die Lösung sein für den heutigen Abend. Boah, trifft hier die erste linke. Auf die Deckung aber die Schläge jetzt gerade von Pavel. Erste Hälfte der ersten Runde ist jetzt gleich um. Tasten sich beide noch ein bisschen rein in die Distanz. Aber trotzdem hier Paul mit den härteren Treffern. Absolut. Oh, trifft den Haken, rechten Haken. Wird in die Seile gedrückt. Juan sucht den Clinch, findet aber gerade nicht. Inside Low Kick. Pavel will, glaube ich, noch nicht so overpacen, schaut sich das Ganze noch ein bisschen an. Juan macht hier viel Druck nach vorne. Er will schon direkt ins Ziel drücken hier. Sucht den Clinch, aber kommt gerade noch nicht in die Distanz. Wird immer wieder abgefangen von harten Händen und Low-Kicks. Paul lässt das noch nicht so richtig zu. Wenn wir übrigens Pavel oder Paul sagen, das ist relativ egal, hat er gesagt. Ui, schöne Hände, die da jetzt ins Ziel kommen. Aber Juan jetzt mit der Longguard hat den rechten Haken abgefangen. Trotzdem wahrscheinlich harter Treffer. Also ich glaube, wenn Paul einem so Dinger bekommt, ui, jetzt dreht er ein bisschen auf. Wenn Paul einem so Dinger drückt, die schmecken schon. Harte Hände durch die Mitte wieder. Ich muss sagen, da wieder den Clinch kann ihn aber nicht halten. Ja, Paul bewegt sich gut raus. Juan nimmt hier viele Treffer schon in der ersten Runde. Viele Jabs und rechte Haken, die hier ins Ziel kommen. Oh, harter Low-Kick. Ausgestreckte Beine, den hat er gespürt. Letzte 10 Sekunden. Oh, harter Treffer kommt zurück. Schlagabtausch. Oh, schöner Kick. Ich weiß nicht, ob Juan sich auf einen Schlagabtausch mit Paul einlassen sollte. Das glaube ich eher nicht. Sagen, die Hände von Paul sehen tatsächlich ein ganzes Stück knackiger aus momentan. Und hier ist Stimmung. Bamberg merkt, hier ist Main Event. Erste Runde hinter uns. Die Leute haben Bock und unsere beiden Kämpfer haben auch Bock. Juan versucht in den Clinch zu kommen, dominiert da auch stark. Findet ja, gute Knie, macht sich Platz für lange, harte Knie und findet beim Exit auch die Ellbogen. Aber Paul hier mit harten Händen auf Distanz und trifft immer wieder. Scorecards werden eingesammelt jede Runde, abgegeben beim Präsidenten der WBC. Wie gesagt, jetzt 2 Minuten Pause. Das ist ein bisschen länger als eben. Ganz genau, wir hatten ja noch gar keine Pause in unseren Titelkämpfen. Arjan hatte so schnell den Sack zugemacht, dass wir gar keine Zeit hatten zu reden. Ich wollte gerade sagen, das Co-Main-Event hat hier auf jeden Fall vorgelegt. So. Ja, jetzt müssen hier die alten Hasen aber nachlegen. Das ist auf jeden Fall, aber bis jetzt läuft's gut. Juan könnte für mich die Deckung ein bisschen stabiler haben.
Also wie gesagt, Jotin in der Ecke, der ihm jetzt sagt, such den Clinch. Longard. Longard, Ellenbogen und dann rein in den Clinch gegen diese Hände von Paul. Ja, und Pauls Ecke ermutigt ihn. Box, Paul, Box. Das schmeckt ihm nicht. Das schmeckt ihm ganz und gar nicht. Bin fast der Meinung, da waren, also, Wirkungstreffer waren auf jeden Fall dabei, aber sie haben auch Wirkung gezeigt. Mhm. Juan, teilweise ein bisschen überrascht fast von den Händen, hatte ich das Gefühl. Ich will dann in den Clinch kommen, aber wird abgefangen von den weiteren Händen in der Kombination. Wirkt recht leicht auf den Beinen. Also es wirkt nicht so stabil und dann scheppert so eine Hand auch mal ein bisschen doller. So kommst du nämlich auch vor. Selbst die Dinger auf der Deckung drücken ihn sonst wohin gerade. Aber Paul hat eben auch Power, ne? Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, kann er das über 5 Runden halten? So. Aber erfahrener Kämpfer und ist auch immer fit eigentlich für seine Ui. Genau das sucht Paul jetzt. Erste Runde war noch locker und jetzt zeigt er, wo hier der Hammer hängt. Und Paul macht sie gerade gut. Er versucht den Clinch zu vermeiden, zu treffen mit seinen Händen und sich wieder rauszubewegen. Und Juan versucht genau das, was ihm gesagt wurde. Komm mit den Ellenbogen gegen diese Hände. Schock ihn mit den Ellenbogen und geh rein in den Clinch. Fast in den Konter rein. Ui. Schöner Sweep. Und ein ganz gutes Refereeing von John Pop, der damit runtergeht und den Kopf auffängt. Champions League auch. Auch beim Ref. Paul bewegt sich hier gut um Juan herum. Lässt sich nicht in den Clinch verwickeln, da will er nicht sein mit ihm. Ui, und die rechte saß. Jetzt wieder Clinch. Schafft es aber, dann Juan schafft den Lock zu setzen. Schöner Lock. Schwer für Paul da jetzt rauszukommen. Schön die Knie setzen. Es rutscht weg, halb so wild. Arbeitet sich da jetzt wieder so ein bisschen. Oh, wow. Ui, schöner Ellbogen. Hier saß. Hat er jetzt ganz schön zur Sache. Cut geöffnet auf der rechten Seite. Und Juan blutet. Auf der linken, Entschuldigung. Das hat Paul jetzt auch gesehen, versucht ihn weiter zu öffnen. Jetzt ist er so, wieder der Ellbogen, wieder der Ellbogen. Zweimal hintereinander. Schon wieder harter Fight hier. Die Stimmung. Zwei steife Hände durch die Mitte. Trifft und hart. Der Ellbogen, oh, schon wieder die rechte. Und wieder, und wieder. Paul kommt gut jetzt rein. Rutscht aus, kein Problem, direkt hoch. Gleich und mit der Kant ist tief, glaube ich. Und er ist an der blöden Stelle. Der Arzt wird sich das gleich... Oh, schon wieder der Ellbogen. Kat, der blutet auch ins Auge rein. Ich glaube... Könnte passieren, dass es da gestoppt wird. Würde mich wundern, wenn John Pop sich das nicht zumindest mal den Ringarzt angucken lässt. Oi, schon wieder. Paul jetzt wirklich sehr dynamisch nach vorne, ist kraftvoll, sieht, da ist der Cut geöffnet und zielt jetzt natürlich auch darauf. Paul trifft hart auf den Kopf mit seinen Händen. Wirklich. Juan hat hier wirklich Probleme gerade. Muss er geht aufpassen. Zwar immer wieder nach vorne, aber er läuft einfach in die Dinger rein. Juan kommt gerade gar nichts mehr. Oi, harte Ellbogen von Juan. Oh, Paul auch mit dem Cut auf dem das auf der, der ging direkt auf die Nase. Und jetzt, oh, jetzt hat Paul Probleme. Der Ellbogen war 100%. Pavel selbst am Bluten. Hartes Ding. Dicker Cut bei Paul. Pavel hat es auf jeden Fall gespürt, den Ellbogen. Auch das Knie ging Richtung Kopf danach. Und auch er geht jetzt nicht mehr so nach vorne. Und Juan beide angeschlagen. Beide angeschlagen. Oh! Nee. Juan. Oh, Juan jetzt haben wir den Multi-Fight, den wir wollten. Hier jetzt im Clinch, genau da, wo Juan sein will, versucht seine Distanz zu finden, weitere Ellbogen zu treffen. Juan drückt sich ein und drückt jetzt auch auf den Cut drauf, das seht ihr, ja? Er macht das nicht. Oh! Später Ellbogen von Paul, wir haben hier eine Blutschlacht, Cuts von beiden. Juan sieht übel aus, aber auch Pavel, harte Zeichen von dem Kampf. Blutige Schlacht jetzt hier in Bamberg. Beide geben sich gar nichts. Weiter, letzte Sekunde. Also, oh, harte rechte Trifft von Paul. Puh, und was Pause. Eine zweite Runde. Beide Ecken haben jetzt richtig was zu tun. Der Cut muss zu. Wenn das Ding hier die ganze Zeit so weiter suppt, dann wird das Ding abgebrochen. Beide so, Ecken müssen schaffen, den Cut zu schließen. Der Ringarzt bei, bei Juan in der Ecke schaut sich den Cut an. Und ich denke, der spaziert einfach gleich mal rüber in die Blaue. Ich denke, der hat heute Doppelschicht. Links aber hat er und genug rechts. Zeit jetzt. Ja, 2 Minuten hat er Zeit. Meine Güte, was ist das für ein Kampf? Ich habe Juan schon fast abgeschrieben hier in der zweiten Runde. Ich muss sagen, der Ellbogen und das Knie zum Kopf, das hat das Blatt nochmal komplett gewendet. Wenn er noch einmal so ein Ding trifft. Ein Puls, Junge, Junge. Boah, ich... Also ich hoffe, zu Hause ist noch keiner eingeschlafen. 9:30, ich Leute. Ich tanze über die Stühle, wirklich unglaublicher Kampf. Zwei Veteranen, die sich hier wirklich nichts schenken. So, der Cut wurde jetzt versorgt. Jotin hat da ordentlich Vaseline drauf geklatscht. Und auch bei Paul wird jetzt der Cut versorgt. Macht das aber auch voll aus. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Ellbogen ging saftig auf die Nase. Das sah es mir fast so aus, als wäre das Ding durch. Ich habe aber nicht so einen guten Blick da drauf. Also die beiden haben
Also jetzt wissen wir, warum die um den Nikon um Tom-Titel kämpfen. Alter, das ist wirklich ein Wahnsinnskampf hier. Jotin jetzt fast im Ring. Vielleicht hat er auch noch Lust. Ringarzt aber noch nicht zu Paul gekommen, also hier scheinbar keine Bedenken, keine aber das blöde Stelle. Routiniert versorgt. Aber man sieht jetzt hier die Vaseline irgendwo ans Gesicht. Das ist die auf jeden Fall zugeschmiert. Da ist mal die halbe Dose gerade mal leer. Kann da einer noch gerade zu DM und was Neues holen. Das ist ja. Junge, Junge. Also wenn das Ding zubleibt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Werbung für die Vaseline. Und wir müssen aber auch sagen, ja, jetzt siehst du Juan, absoluter Muay Thai-Kämpfer. Der kassiert, aber der geht weiter nach vorne, der sucht das Ding und findet seine Gelegenheit. Das ist absolut richtig, aber bis jetzt hat er mir zu viel kassiert in den Gang nach vorne, aber Gelegenheit genutzt, hat das Ding da reingehauen bis zum geht nicht mehr. Pauls Cut sieht auch gut versorgt aus, ja, ich sehe jetzt, habe jetzt hier nichts mehr gesehen. Paul sieht gut aus tatsächlich, einzig was voll ist seine Hose, seine Handschuhe, die müssten mal in die Waschmaschine. Dritte Runde, let's go! Oh, Paul direkt wieder mit harten Händen. Da fliegt auch die Vaseline ab. Juan nimmt hier wieder Schläge, sucht den Clinch und frisst aber auch den rechten Haken von Paul. Läuft hier vor. Macht trotzdem. Wieder Ellbogen, der Paul! Hartes Knie! Direkt vor uns. Oh, aber der Cut von Juan ist wieder offen. Läuft vorwärts in die Hände von Paul. Wenn er das schafft, weiterzuhalten, die langen Hände durch die Mitte, dann. Juan findet hier den Clinch, findet jetzt viel besser da rein. Schöner Lock von Juan. Macht richtig hängt zu, Paul hat tief, Probleme. Hängt, ja. Hängt hier tief drin und ist hart im Clinch. Findet die Knie. Oh, Paul hat keine Antwort. Paul hat keine Antwort. Und Ellbogen, er sitzt auf die Nase. Harte Ellbogen, super Clinch hier von Juan. Oh, Paul macht auf in den Ellbogen. Oh, hartes Knie auch von Paul. Kann sich befreien. Und das ist die Sache an diesen harten Muay Thai-Kämpfern, wenn sie es wirklich schaffen. Durch die Hände, durch die Hände. Juan wackelt, hat die harte Hände in der Ecke getroffen. Der Cut ist wieder gut offen. Schöne Kombination. Schöne Kombi, Leber-Ellbogen. Wird hier sauber getroffen auf einem Bein. Wackelt rückwärts. Ich kann nicht mehr sitzen, mein Lieber. Oh. Unglaublich spannender Kampf. Dass wir so einen Kampf in Deutschland haben, ist wirklich eine Riesenehre. Und wir sehen jetzt, wie zwei aufeinanderbrechen. Ja? Das ist Muay Thai gegen Muay Thai. Und Juan findet mittlerweile besser den Clinch, aber wird immer noch viel getroffen auf dem Weg rein. Ja, also gerade findet er nicht mehr den Weg rein. Er findet den Weg dahin. Aber knapper Ellbogen, dreht sich hier weg. Pavel auch. Eine gut Minute am noch zu gehen in der zweiten Runde. Dritte Runde ist eigentlich. Ich glaube, die Anzeige ist falsch. Ich glaube auch. Oh, Juan findet hier den Clinch, findet auch den Ellbogen. Wieder im Lock. Der Kopf von Paul geht langsam runter. Das könnte bloß ein gut Knie zum Körper bekommen. Auf jeden Fall, er gibt hier jetzt ein bisschen was ab. Juan drückt gut vorwärts und findet den Clinch genau da, wo er sein will. Schöner Clinch von Juan. Mann, Paul hat hier wirklich Probleme. Du siehst, wie hart der Lock sitzt. Er das kommt aus dem Lock nicht raus. Juan hat unglaublich Kontrolle über den Kopf. Typisch FA-Group. Er muss meiner Meinung nach ein bisschen... Harten Ellbogen auf den Exit. So wie er es am Anfang schon gemacht hat, findet er jetzt wieder. 20 Sekunden noch aber zu gehen. Aber Juan hier unermüdlich im Vorwärtsgang. Juan wirklich wird nicht müde, marschiert immer weiter nach vorne. Der ist nicht hierher zu kommen. Der ist nicht aus Thailand angekommen. Ellbogen verfehlt von Paul, noch 10 Sekunden. Das sind wirklich nur Zentimeter. Der harte Ellbogen. Der knapp vorbei. Boah, was eine Runde von beiden Kämpfern. Und die Ecke von Juan macht Stimmung. Unglaubliche Runde schon wieder. Juan findet hier langsam in den Clinch. Juan findet hier in den Clinch genau da, wo er sein will. Und Paul hat da Probleme. Wenn Juan den Lock schließt und anfängt, mit seinen Knien zu arbeiten, dann sieht es nicht gut aus für Paul. Hat Paul wirklich Probleme. Ich finde, Juan muss noch ein bisschen härtere Knie finden. Die sind mir noch ein bisschen zu locker. Die sind lasch, aber von Paul kommen gar keine. Und dadurch ist auch klar, wer da so das Scoring macht. Absolut. Und sie, auch wenn die jetzt nicht unendlich hart sind oder härter sein könnten, nichtsdestotrotz sind die viel Luft. Bei Juan in der Ecke ist wieder eine Dock. Aber er verlässt auch den Ring wieder. Sieht gut aus. Er darf weiterkämpfen. Der Cut ist nicht gefährlich. Scheint nicht ins Auge zu bluten. Das sind beides erfahrene Kämpfer. Die will man natürlich auch
will man natürlich auch kämpfen lassen. 2 Minuten Pause insgesamt. Beide Cuts werden wieder versorgt. John Pop, unser Referee, guckt sich die Cuts an. Aber die sehen beide schon wieder gut aus. Da wird gute Arbeit geleistet in den Ecken. Absolut. Also ich bin sicher, bei Juan wird jetzt wieder eine halbe Tube Vaseline raufgescheppert. Aber auch Pavel hat hier Eispack im Gesicht. Hat auch ordentlich Ellbogen bekommen jetzt in dieser Runde. Wir kommen jetzt in die vierte Runde. Die Anzeige nicht verwirren lassen von der Anzeige. Die wird jetzt hier nochmal umgeswitcht. Jawohl, jetzt passt's. 4 von 5, stark. Boah, also ich will nichts sagen, aber was ein Main Event. Mega geil. 2 Stile, die hier aufeinander preschen. Moe Mat, Moe Kau. Juan lässt sich hier auch nichts nehmen. Einfach läuft stur nach vorne. Nimmt dabei viele Dinge, aber wenn er in den Clinch kommt, ist er unglaublich gefährlich. Keiner Fight. Viel Blut. Gut, dass Juan die rote Hose anhat auf jeden Fall. Ja, das stimmt tatsächlich. Bei Pavel sieht es ein bisschen schlimmer aus. Schöner Kampf. Wirklich auch schöner Muay Thai-Kampf. Gute Werbung für unseren Sport. Runde 4, Money Round. Auf geht's. Juan jetzt Deckung auf jeden Fall. Juan hat die Deckung oben, aber nichtsdestotrotz kommen die Dinger durch die Mitte. Genauso wie der Jam. Ja, er wird weiter den Clinch suchen. Ja, er weiß, das ist das Ding, was hier wirkt. Ja, ich werde weiter in den Clinch gehen. Auch genau sein Kampfstil. Paul wird genau versuchen, das zu vermeiden. Oi! Der Leberhaken-Ellbogen, der kam schon 2-3 Mal und der trifft. Ja. Wirklich Zentimeter davon, dass das Ding auch mal richtig reinscheppert. Low Kick von Paul. Paul sucht hier wieder ein bisschen mehr die Kombination. Aber Paul wirkt auch nicht mehr so frisch. Sein linkes Auge auch sehr gut zugeschwollen. Oh ja. Da saßen schon ein paar Ellbogen. Vorhin auch wirklich gefährlich mit den rechten Ellbogen. Da legt er auf jeden Fall eines. Oh! Jetzt beide hier wieder im Clinch. Ruhren. Willi hier halten. Paul natürlich will raus. Und Paul befreit sich aus dem Clinch und schwingt dann rein. Und so ein Ding kann man auch treffen. Oh, Juan wird hier erwischt auf einem Bein. Die Dinger sind immer gefährlich. Hat den Lock. Oh, Paul rückt sich raus. Aber Paul in der Ecke. Genau da, wo Juan ihn eigentlich haben will. Nicht so viel bewegen. Schön raus. Schafft es raus. Schön raus. Stoppt ihn mit dem Jab. Die Deckung hängt jetzt aber tief bei Paul auf. Und das kann gefährlich sein gegen die Ellbogen von Juan. Das ist die Sache bei den Muay Thai-Kämpfern. Die nehmen dir so viel Luft. Das ist anstrengend, gegen die zu kämpfen. Also Moe Kau hat immer so viel Schaden wie Juan. Schöner Spinning Elbow hier von Paul. Knapp vorbei. Ja, gleich kommt wieder der Leberhaken-Ellbogen. Er wollte es gerade ansetzen. Oi. Schöner linker Ellbogen in den Colts-Konter. Er hat ihn an den Seilen, aber lässt ihn wieder raus. Er stellt ihn leider auch nicht so stark. Jetzt Paul hier wieder am Drücker. Aber Juan clincht ab und dreht ihn wieder genau dahin, wo er ihn haben will. Hart. Wir können noch einen Ticken härter sein. Oh, Juan lacht in die Hand. Das findet er geil. Eine Minute noch zu gehen in der vierten Runde. Ja, wir sehen hier das Auge von Paul auch gut zugeschwollen, aber keine Chance auf Rückzug. Aber er schafft es dann nicht, im Clinch zu bleiben, Juan. Sieht mir fast so aus, als Juan jetzt auch langsam die Kondition zu schaffen hat. Ist aber auch schon. Er findet zwar einen Clinch, aber stürmt hinterher. Versucht wieder direkt die Distanz zu schließen. Ja, das macht es auch anstrengend für beide. Das ist unglaublich, wirklich. Auch für Paul ist das echt anstrengend, sich die ganze Zeit rauszubewegen. Letzte 30 Sekunden. Ja, vor allem musst du dich ja auch immer richtig rausbewegen, wenn ich. Oh! Echter Hartgriff. Und. Oh! Juan kurz die Füße unter sich verloren. Aber der sieht mir nicht so aus, als er wollte der hier heute auf die Matte geschickt werden von Paul. Schöner linker Ellbogen. Paul muss mal tief durchatmen hier. Und bei Paul sind die Cuts dicker. Ende vierte Runde. Juan macht hier gut Druck, holt sich gute Punkte in den Clinch. Geile Stimmung, ich habe das Gefühl, ganz unglaublich. Paul und Juan machen hier wirklich einen unglaublich harten Kampf, schenken sich nichts. Wirklich nichts. Also. Man sagt ja gerne mal, Kämpfer zeigen Herz, aber alter Falter, was die Junge, beide Junge. Zeigen. Meine Fresse, ey, wirklich. Also Respekt an Juan, dass er seinen Stil so durchbringt. So, Ringärzte. Der Ref schaut sich jetzt auch schon den Cut mal wieder an, weil bei Paul ist einer wirklich knapp überm Auge. Und das Auge scheint auch wirklich dick zu sein.
Das ist wirklich die Frage, was sie jetzt hier machen. Also bin gespannt, ob hier jetzt ist auch der Arzt bei ihm in der Ecke. Schaut sich das Gesicht an. Wir gehen jetzt hier in die letzte Runde. Ja, sowohl Cuts über dem Auge als auch komplett zugeschwollenes Auge. Aber Referee ist auf jeden Fall schon mal aus der Ecke. Guckt sich jetzt nochmal vorhin an. Jotin schon wieder guter am Vaseline. Jotin holt den Vaseline-Eimer und die Schaufel raus. Unglaublich. Das ist natürlich auch immer ein guter Trick. Möglichst viel die Hände vor irgendeinem Cut haben, sodass der Referee auf gar keinen Fall was sehen kann. Details wissen, wie es läuft. So ist es nämlich. Die sind auch gut darin zu sagen, nein, der kann noch, es geht noch weiter. Viel Action hier gerade in der blauen Ecke auf jeden Fall. In der blauen Ecke sind viele Menschen, die sich jetzt gerade Pauls Gesicht anschauen. Das Auge ist wohl komplett zugeschwollen. Er sieht nur noch auf dem rechten Auge. Das ist hier tatsächlich, Cut ist eine Sache, aber wenn das Auge komplett zuschwillt und nichts mehr gesehen wird, muss der Ringarzt entscheiden, ob abgebrochen wird oder nicht. Paul will natürlich weiterkämpfen. Es sieht auch so aus, als ob es weitergehen würde. Unglaublicher Kampf hier, wirklich. Also. Letzte Runde. Hier in Bamberg. Runde. Final Round. Zwei Kämpfer, drei Augen. Fünfte Runde, los geht's. Nike und Tom-Titel. Los geht's. Und wir sehen nochmal wieder Kicks. Ja, tatsächlich. Drei Runden lange nicht gesehen. Verlorenes Kind, was hier zurückkommt. Hey, jetzt mal hier. Paul mit einem schönen Kick zur Mitte. Wieder ein Kick nach unten. Schöner Ellbogen durch die Mitte. Schön auf die Nase. Low Kick wieder. Oh, hier auf den Keep nochmal den Low Kick doch noch erwischt beim Zurückziehen. Paul hat wirklich stark. Rechter Hand trifft schon wieder aufs Auge und der Cut ist offen. Tieftreffer steckt er weg. Weiter geht's. 2 Minuten noch. Die Stimmung hier in der Halle, ihr könnt es wahrscheinlich hören durch unsere Mikrofone. Harter Low Kick. Jetzt. Der war fies. Beide jetzt hier nochmal ein paar Kicks ausgepackt. Ja, schön. Fünfte Runde wird plötzlich gekickt. Ist ja, geil. Wirklich Wahnsinn. Hey, Juan findet sie den Sweep. Wichtig in der letzten Runde. Wichtig in der letzten Runde. Die Ecke von Juan macht Stimmung. Unglaublich. Drei Leute da in der Ecke, aber unglaublich. Jotin fordert Kicks. Jotin will High-Scoring. Kick. Sauberer Block. Kein Problem. Paul kontert mit harten Händen. Paul aber auch wieder mit den harten Händen. Paul auf dem Rückwärtsgang, das macht tatsächlich auch was aus im Scoring. Also wenn man die beiden anguckt, weiß man, die haben gekämpft. Beide haben echt extrem Schaden genommen. Die haben noch ein paar Tage was verloren. Oh, und wieder die Hände von Paul abziehen. Juan lacht es hier weg. Die Ecke von Juan fordert, du musst nochmal näher kommen. Du musst nochmal scoren. Du musst kicken. Das hier ist ein unglaublich knappes Ding. Rechte. Wieder auf das Auge. Deckung steht jetzt aber bei Juan besser als in der ersten Runde. Viel besser. Die Dinger durch die Mitte treffen nicht mehr so stark, aber ein, zwei Dinger drin natürlich. Der Logik schon. Genau, wenn man es halt sagt. Aber Juan hier im Rückwärtsgang. Jumpbomb läuft im Kreis. Jumpbomb macht hier heute richtig Kilometer im Ring. Aber Juan auch. Also unglaublich, wie eine Dampfwalze. Steckt er weg, ist kein Problem für ihn. Alter! Letzte 40 Sekunden hier in der dritten Runde. Ich sitze wirklich kaum noch auf meinem Stuhl. Das Main Event verdient wirklich den Namen. Ich hab's unglaublich, oft gesagt, aber unglaublich. Alter! Unglaublich! Und findet hier nochmal den Kick. Schöne Kombi. Wirklich auch nochmal wichtig, hier die letzten Akzente zu setzen. Ja, und jetzt wartet auch Pauls. Hände hoch fordern sie ein. Pass auf die Ellbogen auf. Juan macht hier immer noch Druck. Wenn er noch ein, zwei Kicks landet, dann ist das... Hey. Beides erfahrene Kämpfer. Wirklich, Low Kick. Block. Kontert. Hat die Hände jetzt unten immer noch nur im Rückwärtsgang. Er müsste jetzt hier nochmal kurz nach vorne und erzählen. Schöner Kick. Guter Treffer. Und Ende. Alter. Und auch Jumpop macht Stimmung. Das war ein Main Event, Leute. Was ist denn hier los? Unglaublicher Kampf hier im Main Event. Geiler Fight, geiles Event. Selten, dass man so einen starken Kampf, so einen Kämpfen hier in Deutschland sehen mit auch so viel Blut. Auch wenn das nicht das ist, was wir hauptsächlich haben wollen, aber es kommt halt davon, dass man hart kämpft.
Jetzt hier Jurtin im Ring, absoluter Superstar, wie schon erwähnt. Die aber Halle hier steht komplett brutal. Also jetzt sind wirklich alle aufgestanden. Also der Fighter hat alle mitgenommen. Und ich glaube, egal wer jetzt hier den Sieg mitnimmt, es wurde hart erkämpft. Das ist für beide Kämpfer verdient. Wir können es jetzt noch ein einziges Mal sagen, ich bin froh, dass ich kein Judge bin. Also hier möchte ich wirklich kein Judge sein. Und man muss auch sagen, Jan, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber vor uns auf dem Schreibtisch ist überall Blut. Ach du Scheiße. Ich habe Blut auf der Hose, ich habe es nicht mehr gemerkt. Meine schöne Jeans. Ja. Meine Fresse, ey. Der ganze Tisch den, ist wirklich voll mit Blut. Kann direkt mit Rohren in die Wäsche. Boah. Junge. Also, ich hoffe, es kommt zu Hause so an, wie es gerade hier ist. Was ist das für eine geile Stimmung hier? Und das bedeutet für euch, nächstes Rising-Event müsst ihr dabei sein. Ja. Wenn ihr das hier verpasst, habt ihr wirklich was verpasst. Hier wirklich Stargäste mit John Pop, der hier das Wrestling macht und hier nochmal die Leute anheizt. Spannender Kampf bis zum Schluss. Auch Vince hat ein bisschen Blut auf seinem Telefon, sehe ich gerade. Ja, auf dem Display. Auf dem Display. Wenn also, wir das denn haben. Junge. Sorry. Absoluter Wahnsinnskampf. Jetzt hier wieder unser Ringsprecher im Ring. So, ich habe mich ein bisschen in Sicherheit gebracht, damit ich nicht auch bloody hell bin. So, also, wir haben eine Entscheidung. Wow, ich die bin war, schon aufgeregt. Glaube ich, nicht Boah. Sehr einfach. Hast du den Kampf dann, nicht? Wahnsinn. Diese einfache Entscheidung, oder diese Entscheidung hätte ich nicht hier unten treffen wollen. Aber es gibt einen Gewinner des WWC Nightcrawler vom Titel. Und der Gewinner ist in der blauen Karte. Wirklich knapper Kampf, man muss sagen. Paul hat hier einfach die härteren Treffer. Boah, wir sehen vorhin, wie er jetzt hier gerade aus dem Ring geht. Er ist natürlich enttäuscht. Ich muss ehrlich sagen, wenn das Ding in Thailand gewesen wäre, Stadium Rules, alles drum und dran, wäre das hier nochmal eine andere Nummer. WBC, WBC wird nach Schaden gewertet. Das ist die erste Prämisse genau beim Judging. Absolut. Und da muss man wirklich sagen, hat Paul einfach die klareren und viel härteren Treffer gelandet. Absolut. Ja.